auf dem Fahrersitz. Geht wieder raus und geht hierher und scrollt auf Garage. Ach, man kann ihn in die Garage Utility packen. Utility Truck, genau. Und dann kurz Geld von der Bank holen. Ich schließe nur kurz die Autos ab, weil irgendwie gefällt mir das Geräusch, was da hinten kommt, nicht. Heli? Ich weiß nicht, ob es ein Heli ist oder ist es ein Flugzeug. Wenn es ein Flugzeug ist, wäre es. Ja, es könnte auch so ein Dings sein. Ach, da. Ne, ist eine Cessna, glaube ich. Ah, okay. Ja, da fliegt so ein kleines. Ja, okay. Was für ein Fahrzeug ich finde, ist alles kaputt. Weil das Coole ist, wenn man dann 5000 Coins hat, geht man zum Trader, sagt Garage. Wartet, markiert das Auto, was man reinpacken will, und klickt auf Store. Mhm. Dann packt er das Auto in die Garage. Okay. Das Auto muss aufgeschlossen dafür sein. Keiner darf drinnen sitzen. Oh, gibt es viele Basen, die so komisch in die Luft gebaut sind. Ja, das ist. Das haben die hier irgendwie so erlaubt. Das ist die einzige Art, wie du hier Basen findest. Echt? Diese Art, ja, auf diese Art und Weise bauen die hier alle. Warum das denn? Das ist, finde sie ein bisschen beschissen. Ja, ich hatte da vorhin auch eine gesehen, die sah sehr abstrakt aus. Ja, das sind so, es ist, glaube ich, wegen der Sniper-Plattform und so für die. Ja. Richtig. Also auf Jade Groove, wo der Adam seine Basen drauf hat. Also er hat schöne Basen, die sind echt schön gebaut, auch formschön jetzt. Ja. Die meisten haben so eine behinderte Basis und einen Kasten und dann geht oben so ein Arm weg, wo halt noch eine Plattform ist. Ja, halt für ein Heli und so. Ja, oder halt dann so eine Plattform halt, wo oben die Garagentore sind und die sind dann mit Sandsäcken verstärkt, damit sie dann von da raus schießen können. Oh ja. Wenn dann eine Basis abgebaut wird, schwebt irgendwo mal in der Luft. Ja, hab ich gerade gesehen. Eine Kiste. Ich hoffe, dass das schnell mit der anderen Base hinten passiert, dass die respawnt, damit wir da bauen können, ich mag einfach das Gebäude, das ist total toll. Aber hier ist auch eine Base am Verschwinden, da können wir mal gucken, ob wir die Saves aufkriegen. Ja, wenn sie jetzt 2 Wochen alt sind, ohne, oder wie war das nochmal? 000. Ja. Aber meiner wird nicht aufgehen. Immer noch verschlossen. Wird auch nicht aufgehen. Okay. Also entweder baut wer gerade so scheiße eine Base, oder... Ist auch verschlossen. Ein Auto ohne Reifen. Auch verschlossen. Ich denke mal, aber warte mal, kann man nicht die Blood Pool abbauen? Nee, das geht leider nicht, sonst hätte ich das bei dem anderen schon. Aha. Okay. Okay, okay, warum kommst du nicht mit spielen? Ja, ich denke mal, die werden das gerade erst hier gebaut haben. Ja. Da haben sie aber einen schlechten Baumeister. Herr Saftnase hätte das richtig gebaut. Da wäre hier jetzt schon ein großer Palast. Ich
Habt ihr mal unsere Arma 3 Epoch Base gesehen? Nee. Daftnase gebaut hat. Die ist richtig gut geworden. Vierte? Mann, hier liegen so viele Waffen und ich kann sie nicht mitnehmen, weil ich einen scheiß kleinen Rucksack habe. Bis auf dass er komplett rot ist, würde er funktionieren. Was er irgendwem gehört. Edo Waschbär, okay. Das Haus könnte man sich wahrscheinlich auch gut zubauen wieder. Ja. Leck mich am Arsch, da vorne steht eine Mii. Wahrscheinlich die, wo ich auch schon war. Ja, nee, das kann ja nicht. Ich bin ja weiter oben als du. Naja, bestimmt geht ein Sprit drin. Vielleicht werde gleich erschossen oder so, oder? Wo bist du denn jetzt ungefähr? Also eigentlich noch in der Nähe, ein bisschen weiter links von der von der einen Stadt da. War prima gelandet. Ja, abgeschlossen, war ja klar. Hinten steht ein Auto. Sag mal ungefähr eine Koordinate. Gleich, wenn ich den Zombie hinten loswerde. Such doch mal die Koordinate. Hier nehme ich eine. Oh, guck mal, ein Heli, der ein kleiner. Der könnte funktionieren. Oh, guck mal hier hoch aus. Bist du jetzt bei einem schwarzen, kleinen, Little Bird gewesen mit 1000 Plattformen dran? Ja, genau da drin sitze ich jetzt. Der ist unten komplett rot und hat oben ein bisschen orange, ne? Ja, ganz oben Hülle ist grün und dann orange, rot, gelb und orange. Und ganz wenig Sprit. Bleib mal da. Dann bleib ich da mal drin sitzen. Der Zombie vor mir leistet mir Gesellschaft. War auch ein Safe drunter gebaut. Auch wird der eigentlich getötet, der sich selber oder was? Alter, nicht umfallen Auto. Das Schöne ist, man kann auf diesen Servern die Autos einfach wieder umdrehen. Der sucht sich jetzt einen perfekten Spawn. Deswegen tötet er sich immer wieder selbst. So machen wir das auch im richtigen Leben. Wir bringen uns auch immer um, um schneller wohin zu kommen. Ja. Ich glaube, ich habe mich schon wieder verfahren. Sag mir doch mal Koordinate. Koordinaten sagen? Ja, du musst ja einfach nur auf den Namen gucken. Das ist einmal. Ich war völlig falsch gefahren. Ich musste. Das ist links 16 und oben 71. Das ist unter Voruta. Genau da drunter. Ja. Ich bin eine typische Rechts-Links-Schwäche von mir erstmal nach links rechts gefahren. Obwohl 100% klar war, dass es natürlich meiner Seite anders wäre. Nein, du behinderter Zaun, sonst gehst du auch kaputt. Bist du ausgestiegen? Nee. Scheiße. Bandage? Sollte denn ungefähr. Oh. Das? Okay, Was war geh das? In ein Haus. Das ist das APSI bei uns jetzt gerade. Nee, bleib ruhig hier. Du brauchst nicht in ein Haus gehen. Du hast das ja. Hier ist nur kein Haus. In ein Haus gehen. So, hier ist okay, kein Milo, Haus. Schreck mich doch nicht so. In so einer Kurve. Da vorne steht aber ein Auto, wo die Reifen ab sind. Vielleicht kann ich mich da reinsetzen. Ja, das geht. Ich bin auch. Wir sind auch gleich da. Hast du wieder ein bisschen Blut, Daniel? Nö, kein Tropfen da. Hast du beide? Sollte ich mir selber? Nee, ich hab dir Kaninchenfleisch gegeben, weil ich kein Blut mehr habe. Ach so. Ich hab's dir gegeben, wo du sagtest, abgeschlossen? Du hast überhaupt kein Blut mehr. Ja, aber ich denke mal, ich hab Blut, aber. Geht auch ein Haus ohne Dach? Alter, jetzt blute ich schon wieder. Ach, jetzt ist mein Blutstropfen auch wieder da. Danke, Zombie. Wahrscheinlich musste er mir nur eine Schale an.
lange dauert das denn, bis diese Scheiße kommt? Du könntest eigentlich noch Glück haben, dass es jetzt vielleicht nicht gleich kommt, aber. Ich laufe euch einfach entgegen. Stirbt mal, wenn man getroffen wird. Na, es fehlt Hälfte Blut, deswegen. Du hast das APSI unten drinnen, ne? Also das APSI-Ding. Ja. Oh, Okay. nochmal. Okay, wir laufen immer noch auf der Straße. Wir kommen dir entgegen. Ich laufe euch auch entgegen. Das ist ja So hier muss wie. man sich eher sehen. Ich dachte jetzt hier wie bei dem einen Spiel hier, wo immer diese. Weiß schon. Diese Was denn? Eruptionen kommen hier. Wo du schnell ein Haus rennen musst und weißt du? Ah, wie heißt denn das mal? Stalker. Ach so, Stalker, ja. Ja, da kam noch mal. Bei Silent Hill, wo du ins Schnell ein Haus musst wegen den Haus. Monstern. Ja. Ja, genau. So, wir sehen jetzt die Kurve, wo diese komische Base ist im Hintergrund. Und noch. Ja, da. Ja, doch, du rennst bei uns auf der Ja, Straße. da vorne läuft der, glaube ich, ne? Ich hab. Ja, ich hab noch eins im Rucksack und so. Man kann, Daniel, du wolltest ja eine DMR-Version haben, ne? Ja, kann auch eine M24 oder eine M40 sein. Also, wir haben hier M21-Dinger. Ich. Warte, check is friendly. Da packst du mir in den Packt Rucksack rein. die beiden Sachen, die du in dein Toolbelt reinpackst. Und dann machen wir jetzt eine Gruppe auf. Da, alles drin. So, dann braucht ihr jetzt Rechtsklick aufs Radio und jetzt braucht ihr keine Angst haben wegen dem. So, was müssen wir jetzt? Yikes, ich wurde Einfach gerade acht. vom Bunk an. Einfach akzeptieren. Oh Gott. Wenn ihr das Radio noch anhabt, das Radio bloß aus, sonst labert es euch die ganze Zeit irgendwelche Koordinaten und so. Wo macht man das Ausmachen. aus? Bei Optionen auf Audio und dann steht da ganz oben Radio oder Funk bei euch. So. Ach so. Die Option. Audio Funk. Da auch noch friendly ticken. Daniel, du kannst die Waffe, die in meinem Rucksack ist, erstmal. Ein Magazin habe ich für die Waffe, die ich auf dem Rücken habe. Ist okay. Wir finden noch genügend Waffen, nur dass ihr Habe ich halt auch, jetzt. aber ich konnte die nicht mitnehmen. Ja, wir laufen gleich zum Trader und holen ein paar größere Rucksäcke und so. Ein Heli. So. Gut, die Schlüssel, die jetzt auf dem Boden liegen, nicht mitnehmen, die sind von den Autos, die nicht mal existieren. Wir können diese grüne Kiste suchen oder wir rennen nach Vorputa rein, suchen eine Waffe und machen die Mission. Beziehungsweise wir können auch hier zum Trader rennen, einfach ein Auto kaufen und auf der großen Insel Missions machen. Wie du Mir ehrlich möchtest. gesagt, genau, mir ist es ehrlich gesagt auch egal. Dann rennen wir 400 Meter in die Richtung. Ich muss mich auch erstmal wieder komplett in die Arma 2 Steuerung reinkommen. Dann werden wir mal immer wieder Arma 3 spielen, dann wie genau umgekehrt. Einfach weiter. Naja. Wird gleich ein bisschen schwarz-weiß und dann geht aber wieder weg. Einfach deinen Namen folgen, kann nicht so schwer sein. Daniel, wie kannst du schneller sein als ich? Warte mal, jetzt war ich zu schnell. Und jetzt sehe ich gar nichts mehr. Ich auch nicht mehr. Jetzt sehe ich nichts mehr. Hey, oder ich. Aber es dürfte uns eigentlich nichts passieren. Rennen wir noch, oder? Wir bleiben wahrscheinlich dort stehen. Ja. Ja. So, weiter geht's. Was war denn das? Das ist dieser nukleare.